So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir haben wieder ein kleines Unboxing für euch vorbereitet. Adi Schatz ist auch am Start mit seinem dicken, fetten Stirnnacken. Guckt euch den an. Wir haben eben, ich habe noch geschlafen, da klingelt es an der Tür. Da kommt diese ins Katzenklo gefallen. Guckt euch das an, wie es genau ins Klo reinpasst. Wunderbar. Da kam auf jeden Fall jetzt diese WrestleCrate UK Box. Die ist so toll. Die müssen wir jetzt mal wieder aufmachen. Da ist ja immer für jeden Wrestling-Fan das Feinste des Feinsten dabei. Da ist ja meistens ein T-Shirt drin und eine DVD und mal so Autogramme und andere Sachen. Ich guck mal hier oben rein und will mich jetzt mal so durch. Wir haben zuallererst eine Goodie List. Also das ist eigentlich, das gab es früher als Zeitschrift, wo dann ein paar Sachen drin standen und Bilder von den Leuten, die die Sachen von der WrestleCrate UK Box sich überstreiften, wie T-Shirts, und das dann teilten, um dann in die Fotos entsprechend hier diesem Magazin zu sein. Jetzt sind die Magazine, gibt es nicht mehr. Jetzt ist das alles wie so eine kleine Postkarte, wo immer Werbung gemacht wird für die nächste WrestleCrate UK Box The British Bulldog Exklusiv T-Shirt Inside August's WrestleCrate. Also in der nächsten, vor allem steht ja schon direkt drin, was es ist. Sonst stand immer da ein Superstar und dass in der nächsten Box ein exklusives Item in der nächsten Box von diesem Superstar ist, der da drauf ist. Man wusste aber nicht was. Es hätte ein Poster sein können, es hätte ein Pin-Up sein können, es hätte ein Bieröffner sein können, eine DVD, ein T-Shirt. Hier steht direkt T-Shirt vom British Bulldog in der nächsten. Bin jetzt nicht der größte British Bulldog Fan, aber trotzdem, vielleicht sieht das T-Shirt ja cool aus. Und hier steht natürlich drauf, was die Unterschiede sind zwischen den kleinen Boxen, denn ich habe die kleine Box. Es gibt ja auch noch die große Box und so weiter. Mir reicht die aber. Mir ging es nämlich eigentlich immer nur um das T-Shirt und nicht um irgendwelchen anderen Schnulli, der dabei ist. Apropos Schnulli, hier haben wir den ersten Schnulli zum Beispiel. Ein Exclusive Pin von Inside Ropes. Sid Jericho Chronicles Tour. So, das ist ein Anstecker. Finden viele vielleicht super genial. Ich habe dafür trotzdem irgendwie keine Verwendung. Es gibt drei Stück übrigens. Es gibt Event Exclusive, der ist rot. Es gibt dann den WrestleCrate Exclusive, der ist grün. Und es gibt WrestleCrate Chase und der ist weiß. Vielleicht soll es auch silber sein. Wir haben jetzt diesen hier, diesen grünen. Und den könnt ihr euch eigentlich, ne, wenn ihr noch in der Schule seid, jetzt an euren Rucksack dran pinnen. Und dann sagen alle, Chris Jericho is a very bad asshole und ihr freut euch. Das damals gewesen in der Frankfurt am Main Tour von Raw Life and Loaded, wo ich am Bahnhof war mit meinem Chris Jericho T-Shirt und dann kam da welche einfach, Chris Jericho is a very bad asshole. Ich wusste gar nicht, was sie wollen. Ich kannte noch kein Englisch. So, dann haben wir wieder einen Monat gratis as a WrestleCrate Subscriber. You can enjoy Wrestle Carnival. Carnival of Championships in full for free. So, kannst du Code abscannen, kannst du da rein. Kennt ihr Wrestle Carnival? Sagt mir nix. Kannst du Code abscannen? Mach mal, kannst du eh nicht. Und dann hast du hier, kannst du als Cutter einfach in den Schrank stellen. Ich habe noch nie so einen Code eingelöst, bin ich ehrlich, muss ich sagen. Ziemlich nachlässig. Was angekündigt war für diese Box, ein exklusives Item von Bret Hart. Und jetzt habt ihr es hier auch. Es ist nämlich eine Autogrammkarte von Bret Hart. Die haben immer dieses besondere Design. Finde ich eigentlich ganz cool. Hat immer wie so einen malerischen Comic-Look. Ein bisschen Bret Hitman Hart. Wie hat er das denn unterschrieben? Der lebt doch gar nicht mehr. Spaß, der lebt natürlich noch, aber trotzdem. Bret Hart, ein Autogramm. Das sieht auf jeden Fall genial aus. Bin aber jetzt auch nicht der größte Bret Hart-Fan. Und dann haben wir eigentlich noch zwei Sachen. Und zwar haben wir einmal hier, ach du Scheiße, das ist das Beste bis jetzt. Ohne Spaß. Best of
New Jack. Kennt ihr New Jack? Features some of the wildest and bloodiest brawls in ECW history. Ist mir drauf gespuckt. You will see crazy Balcony dives, brawls through the crowd, mayhem as New Jack takes it to the extreme. A must for any hardcore ECW fan. Es gab ja früher die ECW, Extreme Championship Wrestling, was ganz früher eigentlich Eastern Championship Wrestling hieß, dann Extreme Championship Wrestling. Und da war einer dabei, der New Jack, immer mit seinem Kopftuch hier falsch rum auf wie Witwe Bolte, ne? Der hat auf jeden Fall immer richtig krasse Sachen gemacht. Der ist einmal hier zack und dann war das richtig und oh, kannst du gar nicht erzählen, musst du erlebt haben. ECW-Zeit fand ich immer ganz stark, habe ich nicht viel mitbekommen, war ja noch ein kleiner Bubi. Jetzt so eine Best of New Jack stelle ich mir mega interessant vor. Wir haben am Ende natürlich noch ein T-Shirt hier drin. Das werden wir jetzt, können wir hier rüberstellen. Was ist denn mit dir? Schläfst doch, oder? Schläfst du? Schlafen Sie, der Herr? Der Herr schläft. Fühlen Sie sich belästigt? Ah! So, wir haben auf jeden Fall noch ein T-Shirt hier drin und zwar sieht aus wie von Iron Maiden. Ich sehe gar nicht, dass Iron Maiden ein Wrestler ist. Machen wir mal hier weg, tun wir mal hier rüber, machen wir mal hier auf und es ist ein Warhorse World Tour. Warhorse World Tour, damit kann ich nichts anfangen. Das hat trotzdem irgendwie einen Stil von Iron Maiden. Dann hat er aber hier irgendwie so eine Maske auf, dass er aussieht wie der Ultimate Warrior. Warhorse? Wer ist Warhorse? Kennt ihr Warhorse? Schreibt es mir in die Kommentare. Wie findet ihr das Design? Ich glaube, das wäre wieder was für einen Hannes, oder? Hannes, wäre das was für dich? Dem Hannes, als ich mal ein Malakai Black T-Shirt bekommen habe und er fand das so genial, habe ich, als der Hannes da war, dem Hannes das Malakai Black T-Shirt gegeben und weiß ich nicht. Ich habe ja eh gedacht, wenn irgendwann alle Sachen um sind, dass ich gerade diese kleinen Sachen, diese Pins und sonst was, die ich eh nicht brauche, mal nehme, alles zusammen in eine Box packe und die dann mal verlos unter den Wrestling-Fans, denn ich habe dieses ganze Abo für ein Jahr abgeschlossen. Und nach einem Jahr, also falls es sich nicht automatisch verlängert, würde ich es wahrscheinlich dabei belassen, so wie es ist. Und würde dann ein Gewinnspiel vielleicht mal machen. Mit Postern drin und Ansteckern und auch ein T-Shirt und sonst wie. Ihr könnt jetzt aber nochmal vergleichen, was jetzt in den einzelnen Boxen war. Das Bret Hart Autogramm war in allen Boxen, das Warhorse Exclusive T-Shirt war in allen Boxen, der Jericho Chronicles Tourpin war in allen Boxen, die Full Show von Wrestle Carnival war in allen, Best of New Jack DVD war in allen und in der großen Box, die ich nicht habe, hättet ihr noch bekommen können, Beyond Gorilla Art Poster, also ein Poster, was ich nicht habe, The Money Anti-Fraud Card Holder, Kartenhalter, brauche ich nicht, und Liam Slater Exclusive Autograph, also noch ein Autogramm von Liam Slater, kenne ich auch nicht, ist das etwa Jack Swagger, ne, Slater, Jack Slater, naja, egal, den kenne ich nicht, ich kenne gar nichts, ich habe ja keine Wohnung hier, ne, ich gucke immer WWE und von der WWE ist eigentlich immer nichts, ach, Bret Hart, hey, was geht ab, ach, Flurmel, ah. Das war es eigentlich jetzt von meiner Seite aus. Mein Highlight, die DVD immer noch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out. Vorhaut, euer Ramses.